Heute jetzt haben wir ein paar verschiedene Ausfahrten wieder gemacht. Ich bin jetzt ja fast ein ganzes Monat lang nicht mit dem Roxy gefahren. Vorher habe ich ihn gewaschen gehabt und bin eine kleine Runde gedreht. Da hat es schneien angefangen. Und was man dann halt merkt, wenn der Opel Roxy länger steht, muss er bewegt werden, damit erst einmal die Batterie praktisch wieder, die Lichtmaschine wieder genug Saft erzeugt für die 12 Volt Batterie. Nicht die Antriebsbatterie, die hat 48 Volt. Aber so 50 Kilometer fahren, oder also heute 25, dann läuft ein bisschen wieder was rein, gerade bei den kalten Temperaturen. Was ich dann halt auch merke mit der Kälte und den kalten Temperaturen, beim Rausfahren, erst einmal, man bringt die Handbremse fast nicht raus. Das dauert dann ein bisschen, wahrscheinlich, weil die wegen fast festgepappt oder festgeklebt ist, oder manchmal ähnlich wie beim Twizy oder so, rosten die Dinger fest. Und was ich halt auch merke, durch das, dass es das halt feucht war, dass die Bremsscheiben gleich voll Lugrost haben. Und beim ersten Meter rausfahren, man sucht dann immer irgendwas, was da schleift. Da muss man ein paar Mal kräftig bremsen, dann ist der Flugrost wieder unten und dann gehen die Bremsen ganz nach wie vor. Was ich jetzt auch gemerkt habe, ist, dass der Luftdruck auf 1,8 bar runter war und die Empfehlungen waren meistens ja vorne 2,5 hinten 2, wird aber auch oft empfohlen 2,7 vorne und 2,2 hinten. Durch den höheren Reifendruck hat man den Vorteil, dass halt der Opel Roxy, ich sag mal, dass der Reifenabrieb wesentlich besser ist und das Fahrverhalten. Wenn die Reifen zu weich sind, merkt man beim Fahren, dass sie leicht quietschen. Und das merkt man, das heißt also, die brauchen entsprechenden Druck.